Könntest du bitte das sein lassen, Uragan? Ich dachte, wir wären beste Freunde. Ich spritz dich schon die ganze Zeit ab. Ich komme mit meinen besten Willen und weisesten Weisheiten in deinem Gesicht die ganze Zeit reingeschossen. Was machst du? Du haust mir dein Gesicht auf mein Gesicht. Andere Leute könnten es Küssen nennen, aber ich finde es ungünstig, wenn deine harten Bartstoppeln mich mit wegschleudern, sagte er und hatte einen harten, nein, weichen 3-Tage-Bart. Es ist wichtig. So ein Bart muss nämlich weich sein. Hart klingt meistens männlich, das ist natürlich klar. Allerdings, ist es der alleine Anblick eines Bartes schon so männlich genug, dass das Nicht-Hart-Sein des Bartes durch das Aussehen des Bartes ausgeglichen wird. Übrigens, einen Schwanz ins Gesicht zu bekommen, ist nicht männlich, was dafür stehen könnte, warum ich es so häufig tue. Genau, ist ausgleich mit Bart. Alles wird durch Bart ausgeglichen. Außer man heißt Simpson mit Nachnamen, dann ist es mit Bart eher ungünstig. So, könntest du das bitte sein lassen? Dankeschön. Ich habe nämlich nicht mehr allzu viele Megatränke und ich glaube, mein Honig ist auch nicht mehr allzu viel mit dabei. Und deswegen, ne? Frau sieht Bart weiß. Oh Mann! Also in der heutigen Generation vielleicht nicht mehr so viel. Man denke da an die Würstchen, Conchita-Würstchen, die das Gegenteil da durchaus beweisen mit gutem Recht. Aber früher war es so in der guten alten Steinzeit, Bart gleich Mann. So, also ist immer noch genetisch veranlagt und auch sexualtriebig, bestimmig nicht. Und sagt der Physikexperte zu diesem Thema. Und daher, will ich schon wieder vergessen, was ich sagen wollte. Ist immer doof, wenn ich so lange über den heißen Brei ringsrum rede, dass der heiße Brei kalt wird. Und genau, daher, weil es sowieso wie Mann aussieht und damit automatisch wie hart, darf der Bart, wenn nicht sogar muss der Bart weich sein, um neben dem harten Mann-Image auch gleichzeitig noch das Softie, das Teddybär- und Kuschelprinzip mit zu übertragen. Denn wenn einmal die Frau durch die Härte des Mannes beeindruckt wurde und diesen als Mann angenommen hat, als ihren Mann, dann muss die Weichheit, oh, das wird verdammt knapp, Cool Guys und Look at Explosions. Ah, sehr schön, da kommt noch eine wunderschöne Träne. Haben wir eine Nebenquest? Gibt es überhaupt Nebenquests in diesem Spiel? Sterbe ich jetzt mal gucken? Höchstwahrscheinlich. Und so. Muss der Bart weich sein, ne? Teddybär-Effekt. Was dann zusätzlich, nachdem die Frau ihn einmal angefasst hat, ihn darf hier beliebig ausgefüllt werden, genauso wie die Frau, muss er dann wieder weich sein. Zum Dableiben. Damit, das habe ich jetzt viel zu häufig weich gesagt, ne? Man könnte mich beinahe als Weichei beschimpfen. Allerdings bin ich kein Ei. Hab vielleicht einen Eierkopf, aber das ist ein anderes Thema. Ich komme echt nicht zum Punkt. Was nicht schlimm ist, denn so geht, ist der Punkt vollendet, dass sein Kinn weggepunktiert, akkupunktiert wurde. Das Wort habe ich gesucht. Und wenn sie dann das Weiche einmal anfasst, mag sie es so sehr, dass sie es länger anfasst. Bei der richtigen Ausfüllung von ihm wird es dabei dann wieder hart. Aber wenn wir beim Bart bleiben, also im Gesicht, dann führt es dazu, dass sie zumindest nicht abgeschreckt wird. Und auch beim Kuss wird die ebenfalls weiche, zarte Haut der Frau nicht weiter verhindert. Wie sind wir eigentlich überhaupt auf das Thema gekommen? Ich fühle mich gerade ein bisschen verarscht von meinem Gehirn, dass er so etwas ins Let's Play reinnimmt. Und ich fühle mich gerade ein bisschen verarscht von mir selber, dass ich hier weder das Heißgetränk, aka Kaltgetränk, noch den Diamantsamen geschluckt habe. Ist gerade ganz schlecht, dass ich ihn nicht anvisiert habe. Ah, ah. Nicht gut. Könntest du bitte stoppen? Hey, er hört auf mich. Er hat, ne, meine Ansätze verstanden. Man muss auch mal weich sein, friedlich und gut und hier Freundschaft zulassen. Und da haut der sogar ab. Ich habe gesagt, könntest du mal kurz lassen? Er denkt sich, yo, Alter, du hast mir gerade geholfen. Ich weiß, ich muss meinen. Genau, er muss seinen Bart jetzt erstmal kurz weisieren. Mit Weichspülerwascher, so funktioniert das übrigens. Damit der Bart weich wird. Und dann kann er sich um die. Mit seinem angeknackten Schwanz, denn auch die Lektion hat er gelernt mit den Kindern. Endlich um eine Gleichaltrige bemühen. Und jetzt habe ich sogar ihm noch geholfen, den Bart weich zu machen. Ihr seht. Bart ist weg, die härteste Stelle ist gegangen.
Jetzt ist weniger hart da. Gut, das, was da ist, ist immer noch hart, aber in Absolutzahlen ist weniger hart da. Das heißt, er sieht seine Chancen stark gewachsen. Genauso wie ihm. Das ihm sieht er auch stark wachsen. Aber übrigens auch guter Tipp an dich, Uragan. Kannst du mal einwachsen, da flutscht es besser. Ich glaube, ich labere gerade absoluten Bullshit. Der Moment, wo sie nur realisiert hat, was er in den letzten 3 Jahre seines Lebens gemacht hat. Fünf Jahre seines Lebens gemacht hat. Seit 2012. Ach du Scheiße, ist lange her. Und Monster Hunter läuft immer noch. Well, fuck. Und, also gerade Unite läuft immer noch. Und deswegen hat er mich gehen lassen. Aus purer Freude. Und was mache ich? Ich komme hinterher. Denn er entspricht natürlich jetzt meinem Schönheitsideal. Das kann man doch nicht einfach so weggehen lassen. Ich meine, stahlharte Muskeln, meine Damen und Herren. Jeder, der das einfach so ignoriert, wäre ein vollkommener Idiot. Vielleicht kann er mir... warum kommst du da hoch? Das ist die falsche Öffnung. Sorry, aber ist so. Falsche Höhe. Kommt er nochmal zurück? Komm zurück. Komm zurück, mein Freundchen. Was willst du denn dort hinten? Niemand ist da. Es ist die kalte Ecke. Die kalte Ecke im Vulkan. Dort sind minus 1000 Grad pro Zentimeter. Einfach nur schlümmiglich und er hängt an der Wand. Chacha, Kayamba, könntet ihr bitte kurz euer Ding machen? Das finde ich sehr, sehr nice. Oh, das muss wehgetan haben. Ohne Scheiß. Der arme kleine Stahl-Uragan. Wenn ich jetzt noch da drin verwirre, da hätte ich eher losschießen müssen, wäre ich richtig, richtig badass und es wäre richtig, richtig scheiße für ihn. Okay, aber er wird auf jeden Fall humpeln, andernfalls werden wir noch Ewigkeiten kämpfen. Auf jeden Fall ist das dann wütend. Ich meine, ich bin jetzt wie dieser Typi, der auf YouTube die ganze Zeit versucht, und so sprichst du eine Frau anzusagen. Ich habe schon tausendfach die Werbung gesehen und mir jedes Mal wieder gedacht, wer guckt sich sowas an. Dann, als ich es mir angeguckt habe, mir gedacht habe, oh, die Typs sind gar nicht mal so schlecht. Und dann immer so regelmäßig am Ende, ey, und jetzt kaufen Sie mein Buch. Denn dort stehen die und die Sachen drin, wenn Sie das und das Problem haben. Easy, cool guy, didn't look at it. Oh, sogar stahlblaue Augen hat der Uragan. Respekt dafür, ne, mein Freundchen, das machst du richtig, richtig nice. Wie der jetzt auch einfach malträtiert wird. Ich habe jetzt so langsam die Steuerung wieder raus, bis auf kleine Macken und Fehler an einzelnen Stellen. Jetzt hat das Stählchen gar keine Chance. Er tut mir beinahe schon leid, sagte sie nur und starb. Das wäre zumindest jetzt logisch gewesen, so große Fresse und nichts dahinter. Aha, Stahl-Uragan ist ähnlich. Allerdings ist bei ihm viel dahinter und die große Fresse wurde klein gemacht. Er ist das genaue Gegenteil, aber damit ihn... Er ist ein Fußballspieler in Spe. Deswegen schießt er die ganze Zeit die Bälle auf uns. Und jetzt hat er noch geübt, das Hinfallen. Schwalbe, oh, ich wurde getroffen, ah, so schlimm, ah. Sogar mit dem richtigen Gesichtsausdruck dazu. Meine Güte, Respekt, Junge. Du fängst richtig geil an und der Hund wird da weg, genauso wie angekündigt. Oh mein Gott. Okay, random explosion. Oh mein Gott, natürlich, der Kleine. Oh, Herz allerliebst. So, nochmal ein paar Netzchen, dafür habe ich es ja mit. Uga-Uga-Tanz von Kayamba noch mitnehmen. Oh, Gesundheitserholung ist grundsätzlich nicht schlecht. Was machst du jetzt? Oh, ich habe so ein schlechtes Leben. Ja, es ist so schlimm. Oh, er bezeichnet mich als Egomanen. Und ich weiß nicht mal, was das bedeutet. Immer noch beste Werbung. Ich muss den Film unbedingt noch sehen. Er läuft momentan im Kino, glaube ich, und der kann eigentlich noch gut sein. So ein bisschen Step-Up 3D-mäßig, bloß ohne Tanzen mit Singen. So ein bisschen DSDS, bloß in der Tierwelt. Also DSDS. Bei dem, was die Wahlergebnisse momentan machen. So, sehr schön. Da ist der große Stahl-Uragan besiegt. Er zeigt uns nochmal seine weiche Seite. Er ist wirklich ein Traumprinz, ne? Hat jetzt einen weichen Bart. Also ich habe die Waffen noch nicht weggelegt, deswegen macht er so komische Bewegungen. Ein Mahnmal seiner Vergangenheit, willst du sie haben, dann brauchst du Narben. Jetzt hat er sie, kann von seiner schlimmen, perversen, pädophilen Vergangenheit erzählen.
hat, wie gesagt, Muskeln aus Kruppstahl und zudem ein weiches Herz, weichen Kern, viel Kohle, richtig viel Kohle, aber richtig hart, beste Kohle, größte Kohle, längste Kohle, ist allgemein lang, hat einen kleinen Maul und viel dahinter und nicht zu vergessen, er ist Fußballspieler. Absolut geilster Fußballspieler, bester seiner Liga, hat bisher in jedem Match für 5 rote Karten im Gegnerteam gesorgt, einfach nur durch seine grandiosen schauspielerischen Künste. So etwas will man doch einfach nur haben und jetzt liegt er sogar bereitwillig K.O. vor sich, weil ich habe ihn zu häufig abgespritzt. Passiert halt. Ha. Willkommen bei der Bullshit-Laberei. Der Moment, wo man einfach selber bemerkt, dass da einfach nichts Ordentliches mehr bei rauskommt. Aber hey, nach so vielen Stunden muss ja irgendwann mal die Sinnlichkeit vorbei sein. Wobei der Moment, wo du eh schon von Anfang an nur Bullshit erzählt hast und dann der Bullshit vorbei ist und du dann noch ein Niveau tiefer gehen musst, um irgendwie was zu finden. Das ist so ähnlich, das ist umgekehrt wie beim Atomaufbau. Beim Atomaufbau ist es so, alles klar, du hast Schale S mit 2 Elektronen, also dann Schale B mit 6 und dann höher mit mehr. Und beim Niveau ist es andersrum. Also, beziehungsweise ich gehe im negativen Niveau hoch. Heißt, Schale 1, mit der ich bis angefangen hätte, waren 2 Themen, dann 6 Themen und dann immer mehr und irgendwann so viele Themen, dass der Bullshit einfach überwiegt. Also, muss immer ein Niveau niedriger, beziehungsweise höher gehen, um noch mehr Bullshit labern zu können. Ich verstricke mich hier in dumme Angelegenheiten. Hey, oh Jäger, im Dorf erzählt man, dass ein Elfenbeinagiakus ein hässliches Hinterteil gezeigt hat. Okay. Wusstest du, dass mein Vater ein legendärer Jäger war? Hat er mir doch nie erzählt, nein. Natürlich, er redet ja nur noch darüber den alten Zeiten. Aber selbst in Bestform hatte mein alter Herr keine Chance gegen ein spezielles Monster, den Elfenbeinagiakus. Das würde ein grandioser Kampf, aber du wirst es schaffen. Oder mein Name ist nicht Junior, du kennst ihn ja. Wow, das muntert mich jetzt auf, mein Bro. Oh, und eins noch. Ich habe von einem kleinen Freund Pläne für eine neue Maske erhalten. Sie klingen interessant. Ich will sie anfertigen, wenn du mir das Material bringst. Sieh dir die Dörfler bitten an. Alles klar. Schauen wir mal kurz Dörfler bitten. Wir brauchen noch Gargwarfeder und Lebenskristalle. Ach ja, okay. Rathausmaske. Och, Rathausschuppen Plus. Ich muss doch für irgendeinen Bullshit brauchte ich die Dinger noch. Fahren wir uns aber nicht zusammen. Ein exzellentes Fleisch. Okay, bekommen wir irgendwann mal bestimmt. Und das war's. Was ist jetzt das Neue? Wahrscheinlich die Kosmosmaske. Ne, die gab's schon. Die Kebabmaske? Nein. Was ist die neue Maske? Scheiße. Gut, ich müsste wissen, was die alten sind, um die neuen irgendwie feststellen zu können. Hey, Jäger, ein neues Monster ist nachts im Bürgerwald aufgetaucht. Nimmt das denn nie ein Ende? Bei der nächtlichen Suche nach Rohstoffen im Wald fand ich einen Stahluragan. Was zur Hölle macht er da? Er geht auf Frauenjagd. Jetzt, wo er weiß, dass er der Perfekte ist, kann er natürlich mit seinem Selbstvertrauen und Charme jede flach legen oder rumrollen. Auf dem Dancefloor upspin, spin him right round as he go down. Go down, down. Alles klar. Wie ich schon sagte, wirf immer einen Blick auf die Mauerprognose und sei vorsichtig, Jäger. Alles klar, machen wir. Ja, Jamba! Maske eben haben starke Reaktionen, stärker als bei dummen Zinokre. Jamba fällt ein, das hübsche Gildenname sagt Elfenbein Lagi irgendwas kommt her. Lagi Krüttel, Latitudinosis, egal. Kajamba, Mame, wurscht. Kajamba interessiert nur Quelle von elektrischer Kraft. Wollen wir jetzt einfach den Elfenbein-Lagiakros als Wurscht taufen? Meine Wurscht, komm her. Wurscht ist elektrizisierend. Du kannst ja grundsätzlich auch mit Strom eine Wurscht braten. Daher, ne, ist halt eine Bratwurscht. Geht klar. Kajamba hat ein gutes Gefühl dabei. Mit neuer Monsterenergie Kajamba kann Maske wieder so machen, wie sie war. Kajamba sieht mächtiges Licht am Ende von Tunnel. Reise von ultimativer Maske fast vorbei. Beilung, Nakai. Jo, auch mal ganz ruhig hier. Wir haben noch 3 andere Quests. Und Kajambas Mut ist gestiegen. Hey, toll. Hat ja auch eine beinahe Tony-Maske auf. Chakalaka Wunsch. Idee für neue Maske trifft Chacha wie Überschall bewann. Chacha Maske im Kopf, die schießt Bälle aus Feu Feu. Rathausmaske, alles klar. Ganz sicher heißt es das Accessoire der Saison. Wow,
Wen interessiert Schakadofe und Glücksmaske? Das ist Kayambas Wort. Betont Farbe in Kayambas Augen. Mit neuer Maske von Chacha jagt auf Elfenbeinlagerkurs Cha leicht wie Kinderspiel-Lacker. Chacha lässt Pläne bei Chuckin vom Dorfchef Junior. Sie und Heule Heule. Tränen der Freude sein werden. Ja, bis auf die Materialien, die ich brauche. Ansonsten könnte man es vielleicht fast als Tränen der Freude benennen, weil Feuerspeit ist schon tatsächlich irgendwie geil. Elfenbeinlagerkurs ist also wieder aufgetaucht. Spürst du die Spannung in der Luft? Das Kribbeln im Nacken, wie in alten Zeiten. Das Monster fühlt sich im Wasser und an Land wohl. Es setzt schreckliche Donnerangriffe ein. Selbst all seine normalen Angriffe sind gefährlich. Du kannst nicht vorsichtig genug sein. Ich will ehrlich sein, das wird eine harte Jagd. Aber du bist ja nicht der neue Monsterjäger-Geschäft. Ich glaube, du hast eine gute Chance gegen das Biest. Mach mich stolz. Ich drück dir auf jeden Fall die Daumen. Willst du nicht noch irgendwas aus der Vergangenheit erzählen? Ich habe da bisher so wenig drüber gehört. Aha, es ist da, es ist da, es ist da. Ah, es ist gekommen. Das Monster, das den Freund des Captain angenagt hat. Der Erzfeind des Chefs, sein Rivale. Und jetzt reagiert diese verrückte Maske auf dieses kleine Kumpels noch stärker. Auf dieses Monster haben wir gewartet. Mit Spannung gewartet. Voilà! Soeben kam die Anfrage zur Jagd auf die Superbestie herein. Der Herrscher zweier Reiche persönlich. Der Elfenbeinlagerkurs Himmel und Erde Quest Remastered. Was hat der Elfenbeinlagerkurs drauf? Oder eher Spin-Off, weil Remastered ist ja meistens bloß HD-Version. Hey, hochskaliert. Hey, Skyrim. Neugierige Jäger wollen das wissen. Der unfassbare Monsterführer sagt, da steht noch nichts bekannt. Macht Sinn. Wenn etwas im Monsterführer stehen würde, wäre die Bestie kaum legendär. Der Chef sagt, dass das Monster nicht nur ein Meister des Meeres, sondern auch ein Meister am Land sei. Ist. Wow, ich habe ja eine Schwäche für Späße an Land und im Wasser. Aber nicht in diesem Fall. Diese Jagd wird zweifellos gnadenlos. Du musst selbst wissen, ob du schon dazu bereit bist. Vergiss nicht, das ganze Dorf steht hinter dir. Ich, der Chef, einfach alle. Leute, können wir vielleicht mal einen Kreis bilden? Du wirst diese Bestie erledigen. Oh, und vergiss diese Kerlchen nicht, okay? Für sie hängt von deinem Erfolg viel ab. Bist du bereit? Die größte Jagd der Geschichte beginnt genau jetzt. Egal. Quest liest sie und weine. Fuck you too. Wir haben ja jetzt keine neue Quest bekommen. Es gibt nicht zwei Uragans. Ich bin gerettet. Oh, wunderschön. Aber es ist immer noch die hier. Das ist nicht ganz so schön. Und natürlich Eroberer von Land und Meer. Der Lagiakros, Elfenbein-Lagiakros. Nach dem, was ich hier gerade so vor mir hergefaselt, faselt habe, bin ich der Meinung, dass es vielleicht ungünstig wäre, jetzt noch ein paar Titten dran zu hängen. Daher bedanke ich mich vielmals dafür, dass ihr dran geblieben seid, bei diesem weichen Bart, diesem Schauspiel-Fußballspieler und meiner absoluten Verwirrtheit, wobei ich keinen Plan habe, wovon die kommt. Ich habe heute, wie gesagt, nichts gemacht, außer mit der jetzt 9 Stunden gezockt und 2 Stunden gelernt und 4 gegessen und 4 Videos geguckt. Ey, das sind Vögel! Ich bin immer gut zu Vögeln. Und daher, wer weiß. Vielleicht wird es beim nächsten Mal besser, vielleicht auch nicht. Vielleicht vergesse ich einfach, dass ich Bullshit gelabert habe und labere diesen selben Bullshit nochmal. Oder vielleicht gehe ich noch ein Niveau niedriger und habe noch mehr Auswahl für noch mehr nicht sinnvolle Sachen. We have to go deeper, sir. That's what she said. So, adios amigos und hoffentlich auf Wiederhören. Mir fällt jetzt erst auf, dass meine beiden Helfer schwarz sind. Das ist nicht gerade am Thema vorbei. Kommt mit, meine Sklaven.